Jo Leute, bevor das Video losgeht über den stärksten Charakter aus One Piece, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir beim guten Ruffy auch ein Video gemacht haben über den Wano Kuni Arc und die Strohhüte. Deswegen, erster Link in der Beschreibung, guckt da auf jeden Fall vorbei. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Jo liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid bei einem neuen One Piece Video. Und zwar heute wollen wir mal die Frage klären, wer denn der stärkste Charakter aus One Piece ist. Und zwar bin ich nicht alleine, ich habe den Ruffy dabei. Jo Leute, Ruffy ist auch endlich wieder mit dabei. Ja Leute, und zwar bevor jetzt erstmal die Charaktere aufgezählt werden, die in Frage kommen könnten als stärkster Charakter aus One Piece, Leute, muss man erstmal klarstellen, dass wir, wie gesagt, nicht alles wissen und Charaktere sich entwickeln können oder in den 2 Jahren schon entwickelt haben, also in dem Timeskip, und wir die nicht mal gesehen haben nach dem Timeskip. Und wie gesagt, die meisten Charaktere, die jetzt hier auf die Liste kommen, sind wirklich Charaktere, zu denen man theoretisch, also ich sag mal so, der ganz normale One-Piece-Zuschauer würde gar nichts zu denen sagen können, aber wir alle hier und ihr auch, Leute, ja, betrachten One-Piece ja ein bisschen tiefer und können ein bisschen mehr an Fakten, anderen Fakten oder kleinen Hinweisen schon sagen, welche Charaktere stärker sind als andere. Und das, ja, wollen wir in dem Video machen und einfach am Ende für euch rauszufiltern, wer denn der Stärkste aus One-Piece ist. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Charakteren. Genau, da haben wir ein paar aufgeschrieben, und zwar haben wir da auch Kaido, Blackbeard, Big Mom, Shanks, Kizaru, Akainu, Dragon und einer von den God of Sai eventuell und auch Kong. Auf die werden wir gleich näher eingehen und kurz darauf nochmal bezogen. Wir haben die alte Ära ausgelassen, denn wir denken, dass sie nicht mehr so wichtig sein wird. Die wird noch einen Stellungswert haben, keine Frage, aber gerade solche Leute wie Sengoku oder Gab, die sind einfach hinter ihrer Ära oder hinter ihrer Zeit. Die werden nicht mehr so einen heftigen Kampfanteil haben. Ich denke, Gab wird nochmal irgendwas machen gegen Akainu vielleicht, aber so kann man ihn, glaube ich, nicht mehr so dazu zählen zu den stärksten Charakteren. Und Rayleigh ist natürlich immer noch ein verdammt starker Charakter, wo man nicht ganz einschätzen kann, wie stark er jetzt genau ist. Aber ich denke auch, dass es wirklich, wenn es in die heiße Phase geht in One Piece, was bald kommen wird, Richtung Großer Krieg, wird Rayleigh auch nicht mehr so wichtig sein von der Stärke her. Er wird immer ein wichtiger Part sein, das ist natürlich klar. Aber gerade der Timeskip hat viel verändert und ich glaube, Rayleigh hat die Fackel so ein bisschen an Ruffy weitergegeben. Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Und wir wissen jetzt auch nicht, was in den 2 Jahren mit Rayleigh ist. Davor hat er noch mit Kizaru mitgehalten. Das ist auch immer so ein heikles Thema. Manche sagen, Kizaru war viel stärker und so, hat keine Schwäche gezeigt. Und dann ist wieder im Manga die Stelle, wo, ja, wo man auch nicht genau weiß, aber wo Rayleigh anscheinend Kizaru irgendwie verletzt hat. Das kann man auch nicht so richtig erkennen. Aber wie gesagt, Leute, wir fangen jetzt erstmal an mit Kaido. Und zwar, Kaido wurde als unsterblich inszeniert. Er wurde uns vorgestellt, wirklich mit einem geilen Intro, als unsterblich, Leute. Und als stärkste Kreatur in der One-Piece-Welt. Und das alleine das, Kreatur, also Kreaturen sind ja letztendlich alle Wesen auf dem Planeten, kann ich mir fast schon sagen, also auch Menschen und so. Und wenn man danach gehen würde, Kaido ist die stärkste Kreatur, und das wurde vom Erzähler erzählt, also von Oda, dass er die stärkste Kreatur sein soll, was man auch nicht genau weiß. Denn es gibt auch wieder einen Vergleich mit Shanks, wo wir auch noch später drauf zu sprechen kommen. Wenn er die stärkste Kreatur sein sollte, dann wäre das Video an dem Punkt, an der Stelle jetzt vorbei, aber das können wir nicht machen, Leute. Und das denken wir auf jeden Fall auch nicht, dass er der stärkste ist. Vielleicht von der körperlichen Kraft könnte ich es mir durchaus vorstellen, weil er auch halt so brachial aussieht und so, und das einfach zeigen soll, dass er die stärkste Kraft hat sozusagen, also die stärkste Kreatur in Form von reiner Stärke, von Kraft. So mäßig könnte ich es mir vorstellen. Ja, oder? Ja, oder auch von der reinen Verteidigung muss man auch mal sagen, dass er wahrscheinlich der heftigste Brocken sein wird in dieser Liste, weil dieser Wano Kuni-Akt, der riecht sehr, sehr stark nach Krieg, und wir alle wissen, Ruffy, der muss jetzt wirklich mal einen Kaiser aus eigener Kraft schlagen, das ist klar, aber ich denke, er wird ihn auch schlagen mit Hilfe von einem Lore, von einem Kid, von einem Zorro und so weiter und so fort. Deswegen wird man in diesem Akt wahrscheinlich sehen, dass Kaido so diese heftigste Verteidigung hat, und man hat auch wirklich gemerkt im One Piece, dass Kaido so aufgebaut wird, dass er so brachial erscheint, dass er so heftig erscheint mit dem Vergleich mit Whitebeard, mit der Schlacht mit Shanks, mit der Ansage von Kaido gegen Ruffy und Lore, wird das alles aufgebaut, dass Kaido so dieser heftigste Gegner sein wird in One Piece. Ich finde zum Beispiel, Doflamingo ist so der krasseste Antagonist, aber von der reinen Stärke her und von diesem ganzen Setting, von der Epischheit oder von dem Epischen, sage ich mal, wird Kaido der heftigste sein, und man wird auf jeden Fall bei One Piece immer zurückblicken und sagen, wow, Kaido war ein heftiger Gegner, ein richtig krasser Gegner. Man weiß aber nicht ganz genau, was steckt jetzt wirklich hinter dieser kompletten Unsterblichkeit, aber ich glaube wirklich, den kann man unter den Top 5 ganz am Ende von One Piece immer noch zählen, dass Kaido einfach immer in den Kopf bleiben wird und immer eine sehr, sehr, sehr starke Person sein wird, und zumal wir wissen gar nicht, was genau ihn stark macht. Hat er irgendwie die Fähigkeit oder diese geheime Fähigkeit von der Operationsfrucht, dass er unsterblich ist? Hat er eine Teufelsfrucht? Ist sein Rüstungshaki so stark, dass er einfach ja nicht kaputt gehen kann oder nicht sterben kann? Das wissen wir alles noch nicht, aber wir können an diesem Punkt jetzt schon sagen, dass Kaido einen richtig, richtig heftigen Impact haben wird in der One Piece Story und auch sehr, sehr stark sein wird. Ja, wie gesagt, mit der Unsterblichkeit, das ist wirklich die Frage. Wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, die, ja, auszuschalten, die Unsterblichkeit, dann ist er vielleicht gar nicht so stark, was die Verteidigungswerte angeht und so, aber
wie gesagt, er hat ja auch Narben und so, das muss man auch wieder hinterfragen, woher kommen diese Narben und so, weil war er mal nicht unsterblich oder ist er verwundbar, aber halt nicht sterblich? Das ist so eine Frage, aber wie gesagt, im Wano Kuni Arc, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Ja, dann machen wir weiter mit Big Mom, und zwar ihre Kraft haben wir jetzt schon ein bisschen gesehen in dem Whole Cake Island Arc, und zwar kann sie ja mit ihrer Kraft Lebenszeit Leuten entrauben und Lebenskraft und Seelen von anderen Menschen rauben und die woanders reinstecken, was ziemlich krank ist, was ihr theoretisch ja die Kraft geben würde, jetzt mal ein dummer Vergleich, aber ein Kaido sofort seine Lebenszeit zu entnehmen, wenn seine Lebenszeit jetzt unsterblich ist, also wenn er unsterblich ist in Form von Lebenszeit, dann ist das natürlich auch wieder so ein Fall, aber theoretisch können sie jeden Charakter einfach ihre Lebenszeit entrauben, und das wäre einfach ultra krass, Leute, weil wir wissen natürlich nicht, Teufelsfrüchte und so, wie die definiert sind. Jetzt haben wir wieder im Raum geschmissen mit 50 Jahren, kann sie vielleicht nur 50 Jahre einentziehen mit Pedro und so. Das ist halt die Frage, vielleicht kann sie auch unendlich Lebenszeit ja so mäßig entziehen, dann ist halt wieder die Frage, ja, muss sie dafür in der Nähe sein, sie muss ihn anscheinend berühren, den Charakter, und ob ein Charakter sie dann ranlässt oder so, ist auch wieder so eine Frage. Was glaubst du zu Big Mom? Genau, aber Big Mom ist auch das Thema mit Kaido, so, vielleicht hat sie auch Angst, weil sie nicht ganz genau weiß, was mit Kaido ist wegen seiner Unsterblichkeit, wie genau das funktioniert, weil wenn sie mal dahin gehen würde und dann das versuchen würde, mit Kaido die Kraft zu entziehen und das dann nicht klappen würde, dann wäre sie komplett am Arsch, weil wir können einfach sagen, dass Kaido vom Körperlichen her sehr viel stärker sein wird, und deswegen macht sie es wahrscheinlich nicht. Und bei Big Mom ist halt das Ding, als One Piece Fan, man kann sich nicht so wirklich vorstellen, dass sie kämpft, also so richtig kämpft, wie man sich das bildlich in den Shonen halt vorstellt. Das ist schwer einzuordnen, aber die Teufelsfrucht, die sie hat, die scheint sehr, sehr krass, ja. Die hat wahrscheinlich auch viel mit Haki kombiniert, gerade mit Vorhersagungshaki wird da wahrscheinlich noch eine wichtige Rolle dazu spielen, sage ich mal. Aber ihre Stärke ist in dieser Liste ein bisschen schwer einzuordnen, weil sie halt nicht diese rohe Gewalt hat, wie ein Shanks, ein Kaido, ein Kizaru oder ein Blackbeard. Deswegen, wie gesagt, ist sehr, sehr schwer einzuordnen, aber von den Techniken, die sie vielleicht noch rausholen kann, gerade gegen Brook, wie das im Manga dann noch interessant werden wird, kann man halt sagen, dass sie doch einen interessanten Aspekt in dem One Piece Universum reinwirft und vielleicht für später noch aufgehoben wird und dann das später so ein bisschen, ich sag mal, gezeigt wird, wie genau man sie besiegen kann und vielleicht auch mit anderen Charakteren. Deswegen ist es ein bisschen schwer, sie einzuordnen, wie gesagt, aber stark ist sie allemal. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu Shanks, Leute, und zu dem will ich gar nicht so viele Worte jetzt lassen, deswegen, ich will einfach nur sagen, Leute, er hat gegen Kaido gekämpft, will ich nicht sagen, wir wissen nicht, ob er gekämpft hat, aber er hat bei Marineford ihn aufgehalten, und wäre Kaido jetzt so ein starker Charakter und würde sich von niemandem unterdrücken lassen, und er wirkte ja schon ziemlich aggressiv, einmal auf dem Schiff, wo er seine Crewmitglieder weggedonnert hat, und einmal, wo er halt inszeniert wurde, da wirkte er auch ziemlich aggressiv und sauer, und wenn Shanks jetzt schwächer wäre oder deutlich schwächer als Kaido wäre, was ich auf jeden Fall nicht glaube, dann würde er sich auf jeden Fall nicht von ihm irgendwas sagen lassen, denn Kaido wollte ja nach Marineford und wollte Whitebeard dort niederstrecken. Und das ist halt die Frage. Shanks, ich würde Shanks sogar mit als stärksten Charakter von den Kaisern jetzt, also Blackbeard mal außen vor gelassen, Leute, würde ich ihn schon mit reinnehmen, denn Shanks, ich glaube, wir werden noch viel über ihn sehen und wir werden auch sehen, was seine wahre Stärke ist. Und ich glaube, wir wissen noch gar nichts über Shanks, und das ist einfach, dass er einfach übertriebener Motherfucker sein wird, wenn er Kaido allein schon aufhalten kann. Und wie gesagt, der Arm fehlt ihm zwar, Leute, das ist aber kein Argument, denn wie gesagt, Oda hat gesagt, ja, genau, dass es kein, dass ihn das nicht schwächer macht, in keinster Weise. Und das ist auch wieder so ein Ding, was ich geil finde an sich, nicht, dass er jetzt schwächer ist. Genau, aber Shanks ist doch das Ding, dass Königshaki bei ihm am ausgeprägtesten, also so scheint es jedenfalls, und ich persönlich sage sowieso, dass Königshaki wird noch sehr wichtig sein in One Piece, gerade auch so Charaktere wie Dragon und Ruffy, die werden mit dem Königshaki noch einiges anstellen, falls Dragon eins hat, aber ich denke mal schon, deswegen könnte das nochmal einen weiteren Aspekt reinbringen, wie gesagt, Haki wird noch weiter ausgebaut, das stelle ich mir sehr, sehr gut vor, und Shanks hat noch nicht diese Auseinandersetzung gehabt, sage ich mal, deswegen wird das alles noch kommen, und wir haben die Kaisersage, da kann es auch nochmal sehr wichtig sein, und man unterschätzt Shanks ein bisschen, weil man den halt nie zu sehen bekommt, und wer weiß, vielleicht ist er momentan wirklich der Stärkste von den Kaiser. Das Ding ist auch, damals mit Kaido kann man sagen, vielleicht haben die miteinander getrunken, so ein Wetttrinken, sage ich mal. Wir wissen beide, wir wissen alle, ja gesagt, Shanks ist so ein Schluck Specht, genauso wie Kaido, der wurde ja so im Manga jetzt, ich glaube in dem dritten Kapitel, wo man ihn gesehen hat, so richtig gezeigt, dass er wirklich so ein Schluck Specht ist. Deswegen könnte man das als Comedy-Element reinbauen, denn One Piece ist immer noch ein Comedy-Manga und man sieht auch, dass Oda sehr, sehr oft solche lustigen Aspekte reinbaut. Deswegen würde ich sowas gar nicht ausschließen, aber das spricht natürlich nicht dagegen, dass Shanks sehr, sehr, sehr stark ist und wahrscheinlich auch momentan vielleicht einer der stärksten sein könnte.
Ja, ey, ohne Witz, das würde ich mir auch ziemlich wünschen. Also wenn wir jetzt so lange auf Shanks gehypt werden als Zuschauer oder beziehungsweise als Leser, wenn wir da nicht befriedigt werden in keinster Weise, dann wäre das schon ziemlich, ziemlich traurig. Auch genauso wie mit Dragon, wenn wir ihn nicht jetzt inszeniert kriegen. Okay, wir haben ihn jetzt schon eigentlich wieder ja eingeführt gekriegt als verlierermäßig, dass er verloren gegen Blackbeard, was natürlich auch keine Schande ist. Aber ich bin gespannt, Shanks. Wir haben ihn natürlich bei Marineford schon wieder einmal gesehen, wo alle Respekt hatten und meinten, ja, wenn noch irgendwas ist, kämpft gegen uns. Das war natürlich ultra krass, aber ich will ihn nochmal richtig in Action sehen und ich hoffe, das kriegen wir noch zu sehen. Jetzt kommen wir auch zu, ja, beziehungsweise den Marineleuten und der Weltregierung und da haben wir erstmal Kizaru. Leute, Kuzan habe ich extra nicht mit aufgeschrieben, dazu komme ich gleich noch. Und Fujitora auch nicht, weil Fujitora war schon so, ich will nicht sagen schwach, Leute, Fujitora ist ultra stark, also übertrieben heftig, aber Sabo habe ich auch nicht mit drauf auf der Liste. Weil er meiner Meinung nach noch nicht auf dem Level von einem Kaiser ist. Und diese Charaktere sind eigentlich alle hier ziemlich auf Kaiser-Level, so, ja, von unserem Empfinden. Und Fujitora hat mit Sabo so auf einem Level gekämpft und dann war noch das mit Zoro und so. Und deswegen, Fujitora finde ich so ein bisschen, ich will nicht sagen schwach, aber er wirkt für mich immer so ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach neu inszeniert wurde und neue Sachen vielleicht erstmal gar nicht so krass wirken. Aber für mich war es auf jeden Fall so, Fujitora habe ich nicht mehr in die Liste. Ihr könnt ja, wenn ihr dagegen seid, dann argumentiert mal in den Kommentaren dazu, warum Fujitora vielleicht doch mit auf die Liste gehört. Vielleicht sogar eurer Meinung nach der stärkste Charakter ist. Natürlich kann er theoretisch, ganz theoretisch betrachtet, mit Theorie die ganzen Planeten in die Welt jagen, also kaputt jagen, Leute. Und dann wäre alles, wären alle tot und dann wäre er letztendlich der Zerstörer der Welt, ich weiß es nicht, Leute. Aber wir haben hier Kizaru und zwar Kizaru hat so gut wie noch nie Schwäche gezeigt, ist immer so ironisch und belächelt immer alles und ist einfach übertrieben schnell. Natürlich Lichtgeschwindigkeit, man muss halt immer wieder erwähnen, das ist Anime-Lichtgeschwindigkeit, er kann nicht mit einem Knipser sich teleportieren auf die andere Seite des Planeten. Das ist natürlich ein bisschen zu übertrieben, aber er ist halt übertrieben, er ist der schnellste Charakter, ich glaube, da könnt ihr mir alle, das könnt ihr alle zustimmen und unterschreiben, Leute, dass Kizaru der schnellste ist. Die Frage ist halt, gegen wen wird er kämpfen am Ende und ja, seine Frucht und werden wir auch mal Schwäche sehen? Wir haben einmal ganz selten, also ganz, das war nur bei Film Z, Leute, haben wir einmal einen Gesichtsausdruck von ihm gesehen, der ein bisschen Angst gezeigt hat und zwar, das war erstmal was im Film, Leute, und es war die Stelle, wo Z, also Zephyr, diese Eier oder diese, wie heißt die noch? Dino-Eggs oder Gyno-Eggs oder irgend so eine. Die hat er hochgejagt und da hat er kurz so ein bisschen Schweiß auf der Stirn und hat so komisch geguckt, Leute. Und das war der einzige Punkt, aber das ist wie gesagt nur ein Film. Deswegen, wir kennen sein Angstgesicht noch gar nicht oder beziehungsweise wenn er irgendwie in der Klemme steckt. Ich bin gespannt, Leute. Was glaubst du zu Kizaru? Wann sehen wir ihn überhaupt mal wieder? Das ist auch die Frage. Das Ding bei Kizaru ist so, ich glaube, das ist einer der Charaktere oder das Werk, der extra so stark dargestellt worden ist und der vielleicht nicht so eine heftige Rolle bekommen wird. Das ist einfach einer dieser Charaktere, der einfach badass ist, der einfach stark ist und das war es auch so wirklich, weil Kizaru ist einer der Mädels, der, glaube ich, nicht so eine krasse Hintergrundgeschichte bekommen wird, sondern einfach nur da ist, seinen Job macht und fertig. Das ist einfach so ein Charakter, der sich so ein bisschen aus allem raushält, sage ich mal, und der wird extra immer stark dargestellt. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass er vielleicht nicht so eine große Niederlage erleiden wird, sondern dass er wirklich einfach als nicht Sieger durchgeht, weil im letzten Krieg wird Ruffy das natürlich, für sich gewinnen, sage ich mal. Aber ich schätze Kizaru wirklich so ein, dass er halt stark dargestellt ist, auf jeden Fall nicht der stärkste dieser Liste ist, aber auf jeden Fall im One Piece Universum ein sehr, sehr starker Charakter ist, aber wie gesagt, am Ende dann schon ein Kampf bekommen wird und viel zeigen wird, aber ich denke wirklich, dass der keine Niederlage bekommen wird und es einfach so ein Charakter ist von Oda, sag ich mal, den er so ein bisschen auch Spaß gemacht hat, halt, um einen Charakter zu schaffen, der lustig ist und auch gleichzeitig stark ist. Dann haben wir natürlich noch einen Bunde und zwar Akaino und der ist sehr interessant, denn, ja, wir wissen, Akaino hat eine offene Rechnung mit Ruffy oder Ruffy hat eine offene Rechnung mit Akaino und man muss einfach sagen, Akaino war schon vor dem großen Krieg sehr, sehr, sehr krass und natürlich hat Whitebeard ihn da ordentlich zugesetzt, sag ich mal, aber Akaino, der wird stärker durch seine Position, er ist ja dieser Typ, der wirklich diese absolute Gerechtigkeit vertritt und deswegen wird er wahrscheinlich auch nochmal um einiges stärker geworden sein in diesem Timeskip. Natürlich kann man jetzt sagen, er ist schon alt und hat schon wirklich alles gelernt, was er lernen kann. Deswegen ist das nochmal ein bisschen schwer zu betrachten. Aber wir haben gesehen, gegen Kuzan hat er sich auf jeden Fall durchgesetzt. Ist nochmal die Frage, ob es wirklich der Fruchtvorteil war, der ihn da rausgehauen hat. Aber wir haben auch gesehen, er hat Verletzungen bekommen von Kuzan, genauso wie Kuzan. Deswegen dieser Kampf war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und ja, wir wissen es einfach, Akaino wird einen krassen Kampf haben. Ob er sich nochmal gegen Kaiser stellt, wäre auch cool, weil die Marine ist ja immer so ein bisschen involviert in diesen größeren Arc, zum Beispiel Alabasta oder auch jetzt im Dressrosa Arc. Deswegen, das wäre nochmal cool, wenn man so eine Auseinandersetzung bekommen würde. Aber Akaino wird auf jeden Fall im letzten Krieg nochmal ordentlich für Akzente setzen. Ja, und auch das Ding ist, man kann Leute, die jetzt sagen, Kuzan ist schwächer als Akaino, natürlich Fruchtvorteil, wie du gerade gesagt hast, aber man kann das gar nicht so beurteilen, Leute. Ein Kampf, der so ultra lange dauert,
und beide dann mit Ultraverletzungen rausgehen. Man kann eigentlich, theoretisch könnte man nicht sagen, Kusan ist ein Verlierer, so an sich. Weil wir wissen auch nicht, was passiert ist nach diesem riesen Zeitraum. Sie haben beide schon Gliedmaßen verloren, gehen wir mal davon aus. Wir wissen natürlich nicht, Akainu und so, er trägt ja immer Handschuhe und so. Wir wissen nicht, fehlt ihnen auch irgendwas. Man weiß es nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass sie beide den gleichen Schaden erlitten haben. Und dass dann einfach Kusan, keine Ahnung, dann einfach, ich will nicht sagen aufgegeben hat, aber es dann einfach hingeschmissen hat, es so hingenommen hat und einfach die Marine dann verlässt. Aus dem Grund, das ist halt die Frage, wir wissen es nicht genau, aber man kann nicht sagen, Kusan ist ein Verlierer. Leute, das wollte ich nochmal jetzt hier euch erzählen. Und mit Akainu, wie du gerade gesagt hast, ich glaube auf jeden Fall auch, der wird noch eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, weil viele haben immer schon gedacht, ja, wer ist jetzt der Hauptantagonist? Ist es eigentlich Akainu oder Blackbeard? Ja. Leute, nein, es ist Blackbeard, aber Akainu ist natürlich, ja, wenn nicht der... Ja, Antagonist 2.0 mit Kid natürlich zusammen. Mit Kid ist aber auch wieder so eine Frage. Weiß man jetzt auch nicht zur Zeit, weil er besiegt ist. Jetzt komme ich nochmal zu Dragon, Leute. Dragon darf man auf jeden Fall nicht vergessen auf dieser Liste. Wir wissen zu ihm so gut wie nichts eigentlich. Theoretisch, ja. Denkt man, aber okay. Er ist nur der meistgesuchteste Mann, was nicht gleich heißt. Also das würde theoretisch bedeuten, er hat das höchste Kopfgeld, aber Kopfgeld bedeutet nicht gleich Stärke. Das ist auch wieder so eine Sache, denn wir wissen alle, zum Beispiel, bestes Beispiel, Cracker. Cracker, was hat er denn für ein Ultra-Kopfgeld und was war jetzt mit Ruffy? Der hat ihn einfach so in Klammern, 11 Stunden hat es auch gedauert, aber nein. Hat ihn dann mit der neuen Technik einfach weggedonnert. Aber Dragon ist halt bei der Revolutionsarmee, Leute, und seine Kraft, wie gesagt, wir wissen nichts, aber ja, was hast du zu Dragon? Hatte Ruffy letztens ein Video gemacht, da kannst du ja mal was zu erzählen. Ja genau, das Ding über Dragon ist halt, der wird nicht umsonst der gesuchteste Mann sein im One Piece Universum, sage ich mal, und wir haben auch gesehen, dass er eine Schlacht hat gegen Blackbeard, wo er auch rausgekommen ist, deswegen spricht das auch für seine Stärke, denn Blackbeard ist verdammt stark, auch nach dem Timeskip, und ich denke, bei Dragon wird es halt so sein, dass das Königshaki eine wichtige Rolle spielen wird, denn Dragon hat mit Ruffy so den stärksten Willen in One Piece, weil Ruffy möchte wirklich um jeden Preis Piratenkönig werden, aber Dragon möchte um jeden Preis die Welt feiern und dieser Wille, dieses Verlangen von ihm macht ihn stärker. Das klingt zwar ein bisschen doof, aber in One Piece ist es ein bisschen so geregelt, dass das Königshaki davon getragen wird, wie stark der Wille ist. Deswegen denke ich, dass das bei ihm sehr, sehr stark sein wird, sogar stärker als noch bei Shanks, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, und das wird halt wahrscheinlich der Moment sein, wie Dragon eingeführt wird in One Piece, dass man halt sieht, was er für ein klasses Königshaki hat, denn seine Auftritte davon waren ja ähnlich, dass er das Wetter so ein bisschen kontrolliert hat, also es schien so, wer weiß, ob er das Wetter mit seinem Willen beugen kann, mit dem Königshaki beugen kann, ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß, aber das wäre so die Möglichkeit, Dragon einzuführen, den nochmal richtig zu zeigen, und ich sag's mal so, das ist von der Story her einfach perfekt, wenn man Dragon und Ruffy mit den beiden stärksten Königshakis da hat, die dann wirklich die Weltregierung herausfordern, ist es perfekt geregelt, und Dragon, der wird, ich weiß nicht, ob der sterben wird, das ist halt so die Frage, ob er wirklich am Ende dann sterben wird, damit Ruffy wirklich als komplett stärkster Charakter dasteht, aber Dragon, der wird auf jeden Fall nochmal ordentlich aufräumen, und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, ja, das ist zwar wieder übelste Zukunftsdenken, aber so ein Dragon großen Krieg, der sich alle 5 Gorosei vorknüpft, am Anfang wäre schon heftig krass, und immer richtig in Action zu sehen mit Rüstungshaki, mit Königshaki, das wäre schon richtig, richtig krass. Traum, also wirklich, wenn Oda das auch hinkriegt, das so alles einzuführen, weil das Ding ist, die Erwartungen sind so hoch an diese Charaktere wie Shanks oder Dragon, das ist eigentlich für Oda, das ist unmöglich für ihn, diese Erwartungen zu erfüllen von uns Zuschauern, aber eigentlich bis jetzt hat er uns nie enttäuscht, es klappt immer irgendwie und ich bin gespannt. Auf jeden Fall kommen wir jetzt nochmal zu den Gorosei, die du ja eben schon erwähnt hattest, und zu Kong. Leute, Kong steht ja kurz unter den Gorosei und deswegen... Ja, er ist einfach mit hier auf der Liste, weil, wie gesagt, wir wissen zu dem Charakter nichts. Wir wissen nur, dass die Gorosei und Kong beide halt an der Spitze der Weltregierung sind und die Weltregierung halt über alles herrscht und alles befehligen kann, auch die Marine letztendlich. Deswegen natürlich oben stehen und Macht zu haben, bedeutet nicht gleich immer auch Kraft zu haben als stärkster Charakter. Ja, aber wie gesagt, zum Beispiel als Beispiel. Ja, bestes Beispiel, ja, ist echt so. Oder irgendwelche adligen Könige oder zum Beispiel Tenryubito ist auch ein Beispiel. Genau. Die sind ja auch wie Götter werden die behandelt und sind auch letztendlich schwache Loser. Aber die Gorosei, die sehen halt nach was aus, als hätten sie was drauf. Besonders der mit dem Schwert. Mhm. Alle haben sie Narben, sind alte Männer, und alte Männer in Animes sind sowieso immer so Charaktere, wo man denkt, ciao, ey. Da hat man Respekt vor, weißt du? Das ist so ein Klischee. Das ist eigentlich immer so, gerade Hunter x Hunter ist ein sehr gutes Beispiel. Aber um darauf einzugehen, Kong ist halt so ein Ding, vielleicht gehört er so ein bisschen mehr zum alten Eisen, sage ich mal, dass er nicht so wichtig sein wird, aber den nochmal einzuwerfen wäre auch ganz cool, man weiß ja nicht, vielleicht hat jemand eine Vergangenheit mit dem, wo man den dann sehen wird, und die Gorosei ist auch so eine Frage, denn wir haben bei der Marine so, also die Weltregierung an sich, mit der Marine halt so den oben, ganz oben stehenden Akainu, sage ich mal, und Akainu ist zwar stark, der wird auf jeden Fall zum Beispiel gegen den Sabo kämpfen oder so, aber wenn man dann halt einen Dragon hat, wie ich eben gesagt habe, dann denkt man sich, okay,
wer kann denn einen Dragon was aussetzen? Und dann haben wir halt die Gorosei, die dann kämpfen werden. Und ich meine, okay, es ist jetzt schwer zu sagen, der hat ein Schwert, wird er jetzt kämpfen, nur deswegen ist halt ein bisschen komisch zu betrachten, weil vielleicht ist es einfach so eine alten Eder, dieses Schwert, sag ich mal. Aber die Gorosei, die scheinen wirklich schon sehr, sehr lange am Leben zu sein. Deswegen ist da was Magisches hinter, was noch erklärt wird. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie kämpfen werden. Vielleicht auch nicht alle, aber man muss auch sagen, dass zum Beispiel dieser andere Gorosei, dieser etwas dickere, sag ich mal, ähnlich zu Big Mom sein kann, dass er eine Teufelsfrucht hat, die so übelst heftig ist, wo er sich gar nicht bewegen muss, ja. Deswegen könnte er vielleicht so kämpfen, der andere mit Haki oder mit Rüstungshaki, sowas halt. Deswegen, die werden sehr stark sein, nehme ich mal an, weil das so der perfekte Endgegner ist, der, sag ich mal, in One Piece sein kann, weil wer weiß, ob Ruffy wirklich Blackbeard besiegt und sich dann mit ihm zusammenschließt und der dann wirklich zusammenkämpft, um halt diesen Willen oder diesen roten Faden des Ds zu zeigen, dass alle zusammen miteinander hängen und zusammen kämpfen werden, dann wäre halt dieser ultimative Gegner, die Gorosei, die alte Vergangenheit, sag ich mal, ein bisschen verschleiert haben. Und das ist auch so ein bisschen von Oda gedacht, so an unsere eigene Welt, dass da auch ein bisschen ein paar Sachen schieflaufen, sag ich mal, ist auch ein bisschen weit hergeholt hier an dieser Stelle, aber es geht halt darum, dass das One Piece oder das in One Piece in dieser Welt, dass alles gestört wird und alles auf den Kopf gestellt wird. Deswegen sind die Gorosei der perfekte Gegner, um das darzustellen, und deswegen müssen die Gorosei so stark sein, weil wenn Ruffy da auftaucht, dann hat er Kaido besiegt, dann hat er Blackbeard besiegt, Big Mom besiegt, der muss auf einem heftigen Level sein und da muss halt was sein, was ihn wirklich herausfordern kann. Ja, und die Gorosei, da ist halt die Frage, sind sie einzeln stark oder halt nur zusammen? Das ist auch nochmal so ein Ding. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht alle nur zusammen stark sind oder zu einer Person werden, jetzt mal ganz abgespaced, aber wie gesagt, ja, Leute, jetzt kommen wir zum Grande Finale und zwar zu dem stärksten Charakter, wo wir uns eigentlich einig sind. Und ich denke, ihr könnt, wenn ihr einfach überlegt, auch mal einfach logisch überlegt, und jetzt werden wir euch auch ein paar Fakten nennen, was das einfach nochmal untermalt, dass Blackbeard einfach der stärkste Charakter zurzeit in der One Piece Welt ist. Natürlich, Leute, wissen wir nicht, kann vielleicht auch schon gewesen sein, hat noch nie gegen Kaido gekämpft, also jetzt in der neuen Welt. Wir wissen es nicht, Leute, vielleicht hat er auch schon gegen Kaido gekämpft, hat verloren, dann natürlich ist die Aussage hinfällig, aber Blackbeard ist meiner Meinung nach der stärkste Charakter, und zwar erstmal, Leute, hat er die zwei stärksten Teufelsfrüchte. Er hat die Finsternisfrucht, die stärkste Logia ist. Er hat die stärkste Paramecia-Frucht. Leute, das ist einfach abnormal krank. Und vor dem Timeskip wurde gesagt von den Gorosei, die ja auch allwissend sein sollen in der Welt und wissen über alles Bescheid, die Gorosei meinten erstmal auch, es ist noch nie passiert in der One Piece Welt, also es ist noch nie passiert, dass jemand zwei Teufelsfrüchte gegessen hat. Das ist auch wieder so ein Ding. Und sie meinten, vor dem Timeskip, Leute, wohlgemerkt, vor dem Timeskip meinen sie, die einzigen, die Blackbeard noch aufhalten können, sind die Kaiser oder Marco mit den restlichen Whitebeard-Piraten. Und wie wir wissen, Marco mit den restlichen Whitebeard-Piraten hat verkackt, Leute. Also da bleiben denn nur die Kaiser übrig, also Shanks, Big Mom und Kaido. Ob die jetzt schon gekämpft haben, ist halt die Frage. Wir wissen halt, dass ein Blackbeard damals schon Shanks eine Narbe verpassen konnte. Also ich will nicht sagen, jetzt kann man Shanks ausschließen, weil wir wissen auch nicht, was jetzt noch mit Shanks, wie seine Kraft jetzt noch gewachsen ist. Aber wenn wir nach dem Fakt gehen, dass er damals Shanks schon eine Wunde zugefügt hat, Leute, dann könnte man schon jetzt Shanks erstmal von der Liste streichen. Natürlich kann man nicht sagen, Leute, aber dann bleibt noch theoretisch Kaido und Big Mom übrig. Und Big Mom hat zum Beispiel eine Teufelsfrucht, das macht sie gleich schon wieder, ich will nicht sagen hinfällig, aber er hat halt die Finsternisfrucht, die Teufelsfrüchte theoretisch ja komplett aus, also zunichte macht, Leute. Und das ist halt die Frage, dann bleibt theoretisch bleibt nur noch Kaido übrig, und von dem geht man 100% aus, dass er auch eine Teufelsfrucht hat. Wenn er keine hat, Leute, dann würde ich Kaido sogar vielleicht das geben, aber dennoch hat Blackbeard ja die Bebenfrucht, die ist auch ultimativ krank, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Kaido mit einem Whitebeard so mäßig gleich auf war damals. Man kann nicht jetzt Blackbeard sagen, dass er die Frucht genauso beherrscht und mit genauso viel Herz kämpft wie Whitebeard, aber Leute, Blackbeard ist einfach der Stärkste. Punkt. Ja, und das Gerissen ist bei ihm halt das Wichtige. Die Strategie, das Nachdenken, was er macht. Weil er hat auch wirklich gewartet, wollte keinen Rang haben, und dann hat er sich die Yami Yami no Mi gekrallt, also die Finsternisfrucht. Da sehen wir schon, wie schlau dieser Typ eigentlich ist. So. Deswegen wird er sehr, sehr krass sein. Und das Ding ist auch mit Shanks, ist halt schwierig zu sehen, weil, wie gesagt, Shanks, den schätze ich sehr, sehr stark ein in dieser Kaiserliste, sage ich mal. Deswegen kann er dem wahrscheinlich was entgegenzusetzen haben. Aber das Ding, was ich mir vorstelle, ist halt, dass Blackbeard ihn mit seiner ganzen Crew angreift. Alleine, dann könnte er wirklich draufgehen, sage ich mal. Abgesehen davon, hier sieht man auch ein bisschen das Level von den Admirälen, sage ich mal, weil du hast ja gesagt, die Gorosei haben vor dem Timeskip gesagt, dass nur die Kaiser oder auch Marco den aufhalten können. Das heißt, die Admiräle, die sind zwar stark, die sehen wir auch stark in dieser Liste, aber die sind von den anderen her ein bisschen unter oder weiter unten gerankt, sage ich mal. Deswegen ist es halt wirklich die Frage, Dragon wurde auch nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil die wahre Stärke von ihm noch gar nicht kennen. Aber, wie gesagt, Blackbeard, zwei Teufelsfrüchte, der hat unglaublich viel Wissen, und wir wissen einfach, wie der aufgebaut wird. Der ist momentan einfach der Stärkste, weil er immer nur gewinnt, er gewinnt, er gewinnt, er gewinnt, er holt sich alles, er krallt sich alles, was er möchte.
Deswegen, wir wissen einfach, dass dieser Typ die ganze Zeit nach oben gehen wird, also vom Rang her, sage ich mal, bis Ruffy dann kommt und ihn aufhalten wird, denke ich mal. Aber da können wir in dieser Liste auf jeden Fall sagen, dass Blackbeard so übelst, oder was von dem, was wir wissen, sagen wir es mal so, von dem, was wir wirklich alles wissen, ist Blackbeard einfach der Stärkste. Stellt sich natürlich die Frage, wie stark ist ein Kaido, ja, was kann Big Mom machen, wie sieht Shanks in dieser Liste aus, oder die Gorosei, können die wirklich stark sein oder nicht, so, aber von dem, was wir wirklich ausgehen können, und wir haben ein bisschen so, ich sag mal, spekuliert, sage ich mal, das Endresultat ist einfach wirklich, dass Blackbeard wahrscheinlich auch dieser Hauptantagonist ist und deswegen auch momentan der stärkste Charakter ist, der in One Piece existiert, einfach auch nur von den Grundvoraussetzungen, und wir haben noch nicht wirklich sein Haki gesehen, ja, das kann ja auch nochmal richtig krass mit reinspielen. Ja, und das würde ich mir auch wünschen, dass wir, also wir wissen natürlich in den 2 Jahren, aber ich würde es mir auch mal wünschen, dass wir ihn jetzt mehr sehen. Natürlich, er hat die Basis jetzt zerstört und sowas, das wissen wir auch nicht genau, und er wollte das Sake-Metall haben, was das Sake-Metall ist, wissen wir auch nicht genau. Das ist halt auch wieder die Frage, das Sake-Metall, was für ein Power-Up gibt ihn das nochmal jetzt? Als Person denke ich mal nichts, aber als Kaiser bzw. als Crew gibt ihn das, glaube ich, denke ich mal schon Power-Up in Bezug auf irgendwas. Vielleicht ist es das Gegenteil von Kairoseki oder sowas, wir wissen es nicht genau, Leute. Oder vielleicht ist es auch ein Metall, aus denen Waffen gemacht werden, in dem man Teufelsfrüchte reinpacken kann. Also vielleicht kann man nur Waffen, die aus Sake-Metall gemacht sind, Teufelsfrüchte reinballern. Ich glaube nicht, dass man, oder wir wissen es halt nicht, Leute, ich will jetzt nicht groß hier, euch irgendwas vom Himmel erzählen. Auf jeden Fall war es das, Leute. Blackbeard ist der Stärkste unserer Meinung nach und ich hoffe, ihr könnt uns da zustimmen. Natürlich, Leute, so, es gibt Charaktere wie Enel oder sowas, die haben wir auch nicht raufgenommen. Rob Lucky, das sind natürlich auch Charaktere, die richtig krank sind. Aber, Leute, man muss mal ein bisschen objektiv betrachten und die Fanboy-Brillen mal ein bisschen beiseite legen und da kann man wirklich sagen, Blackbeard ist einfach zurzeit der Stärkste und er ist ja auch der Hauptantagonist, der Bösewicht des Werkes One Piece, und da macht es einfach nur Sinn, dass er auch der Stärkste ist, weil es würde ja keinen Sinn machen, wenn er am Ende der Stärkste, also ja, der Bösewicht ist, der die ganze Welt unterjocht und Piratenkönig werden will und Ruffy gegen ihn kämpft, aber theoretisch gibt es da noch 2, 3 andere Charaktere, die ihn ja besiegen könnten mit einem Fingerschnipsen, oder das würde einfach nicht cool sein so. Also Blackbeard muss schon der Stärkste sein und es muss ein unendlich weiter Weg sein, Leute, für Ruffy ihn zu besiegen, und genau das wird auch gut geschafft hier. Also zurzeit ist es einfach so, dass selbst in Gear 4 wäre, glaube ich, eine dreckige Made für Blackbeard. Er könnte einfach mit diesem Black Hole das komplett dann die Kraft entsaugen und würde Ruffy sich sofort zurückdehnen zu einem normalen Mensch, also zu normalen Gliedmaßen. Und ja, Leute, ich will jetzt nicht zu dem Endkampf reden dazu. Wenn ihr dazu mal ein Video wollt zu dem Endkampf, mal so ein bisschen analysiert, wie wird er ablaufen, wie kann es so passieren oder wie soll Ruffy überhaupt Blackbeard besiegen? Also welche Möglichkeiten bleiben ihnen? Ja, Teufelsfrüchte, also mit seiner Teufelsfrucht bleibt ihnen ja keine Möglichkeit. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, und guckt bei Ruffy vorbei zu dem Wano Kuni Video, wie am Anfang schon erwähnt, Leute, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Ansonsten sind wir jetzt raus und ich sag ciao und tschüss. Ciao und tschüss.